Hallo am Donnerstag. Morgen. Licht. Gut, ach, es wird Licht. Heute Morgen fahren wir wieder raus nach Mannheim und laden den KMC. Der geht dann rüber nach Hauenstein. An die Kirche. Das ist heute Morgen mein Auftrag. Danach weiß ich nicht. In Kaiserslautern denke ich, der Bagger, den ich gestern Morgen, denke, der wird fertig. Dann in Ingelheim den Bagger, beides 29 Gummikettenbagger gewesen. Der könnte fertig werden. Getankt habe ich auch noch gestern Abend. Ja. Maut passt auch. Bin auch auf 8 Achsen. Fahr mal raus Richtung Mannheim. Gucken, was der Tag noch bringt. Heute Morgen überhaupt. Scheine da, werden wir nachher 2 mitnehmen müssen. Schnell rückwärts runterfahren, oh, eigentlich egal. Der Kollege hat den Arm schon geladen, okay. Hier gerade auf der B10 bei Annweiler. Ach.
Wohnmobil vorne her. Ich vermute ein älterer Herr. Aber der fährt schon die ganze Zeit nur um die 50 km/h. Wahrscheinlich heißen, dass das hier auch demnächst vierspurig ausgebaut wird. Gehe ich mal aus davon. So, das ist mal eine Ausfahrt. Fahren ist ja eh für den Arsch. Wo das schwarze Auto rauskam. Hoffentlich parkt hier keine. Da müssen wir rechts rein. Das ist unsere Zielstraße. Ja, ich weiß, soll ich dir helfen gucken? Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt, weil der Pkw da rechts steht weit vorne. Ja, wart, von meiner Seite kommt noch einer und dann ist von hier aus frei. Warte, komm. Ja.
da machst du was mit, echt. So. Ich weiß gar nicht, steht da vorne, steht ein Container, steht schon drin in der Fahrt, das kann ich also gleich mal knicken. Oder? Komme ich dann eben dran vorbei? Glaub's nicht. Ah doch, ginge. Ginge sogar. Okay, gut. Thank you.
bin schon weg. Das Arm anhängen hat überhaupt nicht geklappt. Komm. Das hat überhaupt nicht geklappt. Ja. Ist auch ein bisschen was kaputt gegangen dabei. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Jetzt muss die Werkstatt kommen. Davon abgesehen hatte ich eh vergessen, die Kamera. Ich hatte sie wieder im Sack, aber aufgestellt habe ich sie mal wieder nicht. Muss mal hier einen Kurs machen, wie parke ich richtig. So, nach vorne an der Verkehrsinsel wird es nochmal lustig. Rechtsrum gibt es leider keine Möglichkeit, wenn da ein Kreisel käme oder so. Dann würde ich jetzt rechtsrum fahren. Ist auch schon der eine oder andere, ist auch schon hier drauf geballert. Immer wieder spaßig. Gut, das Gute ist, rechts ist Bürgersteig. Gegenüber, den muss man dann halt mitnutzen. Alter, was ist denn hier für ein Verkehr? Ist ja nicht mehr normal. Autos. Entdeckt, ich habe einen schleichenden auf der ersten Antriebsachse. Werde ich jetzt nach Hause fahren, da mal gucken lassen. Ich werde noch mal anrufen davor, vielleicht kann ich noch irgendwas mitbringen. Ja, ich habe jetzt Luft drauf, also das sollte dann auch halten bis, weiß nicht wann, bis ich quasi wieder zu Hause wäre. Der Kinderkreisel gibt anscheinend wirklich, wenn du die Macken hier auf der rechten Seite siehst, gibt anscheinend wirklich Kollegen, die hier den Kreisel fahren wollen. Brauche ich gar nicht zu versuchen. So, sind wir wieder auf der B10. Sagt, ich rufe mal schnell an zu Hause. Sag Bescheid. Dann mal gucken, was es gibt noch heute. Gleich 12 Uhr, ne? Ist Wahnsinn. Wahnsinn.
darf. Ich mach's jetzt einfach. Alle leer, ne? So wie es aussieht, stehen die Häuser hier alle leer. Ja. Alter, das kann doch nicht sein. Da hinten steht ein Auto vorne dran. Noch erlaubt, dass du rumfährst mit dem Telefon am Ohr. Hier mal ein bisschen hochheben. Hier, wir sind, glaube ich, Offiziershäuser. Das normale Pöbel, ja, die müssen in den Bunkern wohnen hier. Sieht auch so aus, als wäre die Hälfte leer davon. Niemals drüber und komm später niemals raus. Gucken, dass ich mal hin am Eck jetzt noch eine Reife kaputt fahre. Wie soll ich denn da rauskommen? Echt? Rückwärts vielleicht. Thank you.
stelle mich einfach hier näher an die Seite. Wird schon falsch sein. Sieht so aus, als wird hiervon weggeladen. Moment, gerade am Abbiegen. Hatte die Kamera am Ladegerät, ich dachte nicht, dass sie geht. Normal stürzt sie dann immer ab danach. So, jetzt aber. Hallo am Freitagmorgen. Heute Morgen soll der erste 946 noch laden, den nach Hauenstein an die Kirche bringen. Der ist noch nicht fertig. Jetzt fahre ich hoch nach Sembach, lade den Mobilbagger, bring den heim, dann lade ich den 914, der geht auch heim. Kleine Pisse, sorry. Ich wollte gerade ein Fahrzeug abbiegen und der Kollege hinten dran hat angesetzt zum Überholen. Geht schon wieder gut los, ne? Ja, das mache ich jetzt heute Morgen. Ich schweife schon wieder weg, schon wieder ab. Und dann mal gucken, was ich das gemacht habe. Jetzt ist es 20 vor 7, bis ich das gefahren habe. Vielleicht 10, könnte sein, dass dann quasi Feierabend wäre. Mal gucken, ab 11 Uhr kann ich einkaufen gehen, muss auch noch 2-3 Grills richten und so ein Kram. Thank you.
auch nach Hause. Mal gucken, jetzt ist es 9. Mein LKW geht auch in die Werkstatt. Wird heute Mittag geholt. Dann habe ich noch einen schleichenden Blattfuß auf der dritten Achse. Ist quasi auch noch, ich weiß nicht, ob wir das noch machen. Wie gesagt, ist nicht so akut, aber es wird irgendwann immer mehr. Vielleicht ist auch nur das Ventil undicht, keine Ahnung. Ja. Wir regnen, es regnet nicht viel, aber es regnet konstant. Leider Gottes. Gut, es war gemeldet heute. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, was noch kommt jetzt. Wenn der 946 fertig ist, werde ich den noch fahren. Gehe ich mal aus davon. So, stehe in meiner Halle. Es ist dunkel draußen. Ich stelle jetzt Fahrzeug ab, mache jetzt alles fertig, gehe noch einkaufen. Mache halt auch Schluss für diese Folge. Denke, war mal wieder eine ruhige Folge. Sind eigentlich immer ruhig, oder? Ich habe nie wirklich Stress. ja. Mach jetzt noch ein bisschen sauber. Dann geht heute Mittag wieder in die Werkstatt. Ist nichts Wildes. Da geht nur ums Funkgerät, weil ich gehe wohl weit raus, aber es kommt nichts. Also alles, was 300 Meter weg ist, kommt nicht rein. Weiß nicht, ob es getauscht wird oder was sie machen. Ich habe keine Ahnung. Manchmal geht es richtig gut und manchmal, wie gesagt, steht ein Fahrzeug 100 Meter weg und ich höre den nicht mehr. Wegen dem geht er rein. Wegen sonst nichts. Mache ich, wie gesagt, noch ein bisschen sauber, Sattel noch ab. Ja, das war mein Tag. War das Fahren heute. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis dann. Tschüss.